Und damit herzlich willkommen zu Fallout 4. Wieder mit mir, Flash, und Nick ist bei mir an der Seite. Und wie ihr seht, ich bin kurz vor dem Fort, beziehungsweise bei der Festung, die wir angreifen müssen. Aber ich habe noch was Geiles von hier hinten gesehen. Und guckt euch mal das Ding aus. Wenn ihr von Weitem aus seht, ob das hier ein Körper wäre. Und links und rechts so große Arme mit einem riesen Kopf. Wie so einfach ein riesen, gigantischer Roboter. Und ich fand das total geil, wo ich das gerade gesehen habe. Hatte gerade noch ein bisschen Bekanntschaft mit ein paar Ghoulen, ein paar Wadern. Also wie immer, normalen Kram. Hab mal ein bisschen die Waffen ausgebessert. Und hier ist wohl das Restaurant, wo wir uns drin treffen. Preston ist hier. Und ein paar Minutemen. Entschuldigung. Reden wir mit Preston. Alle sind hier, General. Da ist es. Ziemlich beeindruckend, was? Achtung! Der eigentliche Name ist Fort Independence, aber die Minutemen haben es immer nur die Burg genannt. Jetzt weißt du, warum ich das Fort unbedingt zurückerobern wollte. Geht mich nichts an. Weshalb brauchen wir diesen Namen nochmal? Die Funkanlage ist das Wichtigste, aber mit etwas Arbeit können wir aus dem Fort einen mächtigen Außenposten machen. Weißt du, was ich meine? Naja... Die Mauern müssen definitiv mal etwas ausgebessert werden. Ich muss zugeben, die Burg hat schon bessere Tage gesehen. Aber die Minutemen haben harte Arbeit noch nie gescheut. Unser Primärziel sollte sein, den Hof zu säubern. Dort dürften wir auf die stärkste Gegenwehr stoßen. Die Mauer auf dieser Seite ist am empfindlichsten. Aber auch von Süden aus könnten wir das Haupttor erreichen. Jemand muss doch was tun. Entschuldigung? Sprechen wir über den Schlachtplan. Worauf warten wir? Gehen wir rein und knallen diese Hummer weg. Nee. Sprechen wir über den Schlachtplan. Worauf warten wir? Gehen wir rein und knallen diese Hummer weg. Nein. Wenn wir uns aufteilen, können wir sie von zwei Seiten angreifen. Das wird das reinste Tontauben schießen. Warum lassen wir sie nicht zu uns kommen? Wir bilden auf der Seite eine Feuerlinie und locken sie raus. Und, General, was denkst du? Könnten unsere eigene Deckung raus, weil sie müssten. Bildet eine Feuerlinie. Ich locke sie raus. Klingt gut. Wir bleiben zurück und lassen sie zu uns kommen. Pass nur auf, dass du da drin nicht plötzlich festsitzt. Okay, Leute. Ihr habt den General gehört. Auf geht's. Versuch nicht, ihre Aufmerksamkeit zu erregen, bis wir in Position sind. Okay. Ich glaube, das ist das Beste. Ich speichere vorher, sag mal. Südboston. Ich war noch bei North End. Da war die Pikmin-Galerie. Jetzt lass es bitte nicht abschmieren wieder. Ich hatte vorher, dass Fallout einmal abgeschmiert ist. Aber die Frage ist... Das Fort. Als die Minutemen diesen Ort verloren, wusste das Commonwealth, dass sie erledigt sind. Die Burg. Ach, Murlocs sind da drinne. So, mein Plan ist... Ach, apropos Plan. Ich habe noch eine neue Quest von unserem Nick bekommen. Und zwar ist das Finde Eddie Winter Solobänder. Und zwar wird es wohl drauf hinausgehen, dass dieser Eddie Winter auch aus unserer Zeit durch Strahltherapie, nicht durch Kryo, was wir hatten, immer noch am Leben ist. Und wir wollen die Holobänder jetzt sammeln. 10 Stück. Und mit dem versuchen, die Ziffern vom Holoband rauszukriegen, um damit wir an den Keller rankommen von dem Eddie Winter. Was sind das? Weichpanzer? Weichpanzer-Murloc? Die gehen eigentlich Level 12. Ja, warte mal. Ich glaube, wir sind nicht allein. Das war fast klar. Jetzt gehen wir mal über die Feuerfront für die. So, ich habe noch eine Überraschung für euch. Habe ich noch ein paar Minen? Kettenwerfer. Hi. Was zum... Okay, dann mal los!
Auwan! Auwan! Wir schaffen das! Oh, Alter, das ist dieses komische Gewehr, ja. So bekommt man den Kühlmittelkreislauf auch in Ballung. Boah, das kann echt eine geile Festung werden. Was? Wir haben Gesellschaft. Wir haben ein paar nette Treffer. Nice, Level 30. Level 30. Wahrnehmung habe ich noch aus der Charisma. Charisma. Auch nicht. Ich würde eher sagen, wir nehmen den. Ja, nehmen wir den vielleicht noch oder. Allgemein Charisma hoch. Oh, schönes Fleisch. Was war das? Oh. Hab sie gefunden. So sieht Gerechtigkeit im Commonwealth aus. Da kommt jemand. Der Weichpanzer steht viel schneller. Alter. Besoffen. Da draußen. Wenn man vom Teufel spricht. Baseballschläger. Verdammt. Scheint, als würden sie brüten. Wir müssen uns die Eier holen, sonst sind sie schneller zurück, als wir gucken können. Meyerlurks verkriechen sich gerne in alten Gebäuden. Die Wände sind also vermutlich voll davon. Sieht so aus. Also, wir machen das wie folgt. Na also. Ah, Frischwasser hat verursacht. Wow, nice. Du bleibst hier im Hof und vernichtest alle Eier, die du finden kannst. Der General und ich säubern die Wände. Ja, Sir. Dann mal los, General. Was war das? Willkommen zu deinem letzten Gefecht. Schlecht. Hä? Wir haben Gesellschaft. Oh Gott. Was? Ich hab sie verloren. Wäre das? Da. Die kleinen Wanzen. Wissen wir, ob das alle waren. Hey, hab ich da vorne nicht alle getroffen? Habe ich nicht Flammenwerfer dabei? Ah. Immer schön die Eier mitnehmen, meine Freunde. Die kann man auch essen. Oh, da komme ich jetzt natürlich nicht so. Da jetzt hier kommen wir auch. Wenn wir das fortkriegen und ich das ausbauen kann, easy. Einfach mal Eier nehmen. Hey, wenn man vom Teufel spricht, dann mal los. Ja, wenn es nicht anders geht. Zum Teufel war das? Was war das? Wir sind wohl nicht allein. Ich schwitze ja nicht mal. Also nicht, dass das eine Option wäre. Also. Jeder Schuss muss weg. Scheiße. Ja gut, ich habe noch eine Überraschung für dich. Pigments Klinge. Mama, just tell me no. Alter Junge, ist klar. Soll meine Visage wirklich die letzte sein, die du siehst? Kassiert aber ordentlich, ne? Was ist denn für ein Level 50? Alter, für die Raketenwerfer. Alter Schwede.
Oh, hab ich mich erschrocken. Nimm das! Wow! Alter Schwede! Boah! Ey, wenn das Ding jetzt nicht auf uns zugerast, dann hätten wir das schön machen können. Schön mit der Panzerfaust drauf. Alter Schwede! Okay, ich weiß, wo ich hin muss. Ich muss auf die andere Seite und ein paar Minen Feuer hinten knallen. Okay. Inventory. Ich brauche ein paar. Ich habe zu wenig Minen mit. Kann ich hier nochmal. Kann ich hier hinreisen? Na, kann ich doch bestimmt hinreisen. Passt mal auf. Century. Und da habe ich so kleine, nette Sachen. So. Flammenwerfer. Mit dem guten Schwiss so viel Strahlung gehabt. Das ist natürlich nice. Aber was für einen Nebeneffekt hat das Ding? Wenn man zu gut wird. Frage mich. Aber ich werde da, glaube ich, eine riesenlange Palette an Minen hinzimmern. Boah, das Ding wird. Wenn das klappt, ne, dann wird das Ding irre. So, eine Palette an Minen. Warte, was ist das mal? Granaten. Wir nehmen erstmal die. Die Plasma sind auch mal gut. Kronkorken. Ach, wir nehmen einfach alles mit. Und hier nehmen wir mal die mit. Die mit können wir alle mitnehmen. Und wenn es nicht alles hilft, dann nehme ich einen Fatman mit. Ein Fatman mit und einen von den dicken Raketenwerfern, die aufgepimpt. Warte mal, kann ich doch. Und den. Und wenn das nicht hilft, wird mir die helfen. Ich glaube, anderes. Hoch denkbar. Klar, das ist Level 50, also 20 Level über uns, aber ich glaube, das sollten wir schaffen. Was ich auch schaffe, ist erstmal mir was Neues zu trinken an und ich guck mal gerade auf die Folge. Die Folge hat erst, ist gar nicht so lang, ne? 12 Minuten, erst 13 Minuten. Den Quatschen vorab, ganz gut. Und Zeit rennt uns nicht weg, das ist super. Weil ich halt viel im Voraus aufnehme. Ich muss überdenken, weil ich halt immer nur andere Projekte jetzt noch geplant habe. Jetzt sind noch zwei Sachen geplant. Ein etwas älteres Spiel und etwas neueres. Aber, und dann haben wir noch Minecraft Mario. Das ist auch noch da. Das sind nachher fünf Projekte. Die müssen auch alle bewirtschaftet werden, sagen wir das mal so. Und deswegen nehme ich auch viel im Voraus aus. Splittermine. Mal gucken, was das fette Ding gleich hier sagt, wenn das Paufe Fresse kriegt hier. Kann nicht weit sein. Bitte nicht. Das war wohl der letzte. Pass auf. Lurks im Anmarsch. Alles in Ordnung? Das wird eine Menge Arbeit, hier sauber zu machen. Ich glaube nicht, Nick. Also ich habe hier noch ein bisschen Plasma. Davon welche. Impuls. Granaten, 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 Granaten.
Molotows. Und ich kann nicht ausrüsten. Der General und ich säubern die Wände. Ja, Sir. Dann mal los, General. Verdammt, wo sind sie? Sollte nicht lang dauern. Was war das? Da! Alter. Das ist gut. Was zum Teufel war das? Komm her, Fettsack. Ja! Hat jemand den Kammerjäger gerufen? War's das? Ah! Es ist ehrlich. Das Ding ist einfach nur zur vorne zerplatzt hier. Gemacht. Okay, gute Arbeit, Leute. Aber wir sind also noch nicht fertig hier. Der General und ich werden uns die Funkanlage ansehen, um festzustellen, in welchem Zustand sie ist. Ihr anderen vernichtet die restlichen Meyer-Lurks und Eier, die ihr findet. Das Ding ist einfach nur zerplatzt. Ich fand das so mal sehen, ob geil. Vom alten Sender übrig ist. Ich war ja fast klar, dass es funktioniert. Ich hätte nie gedacht, dass die Minutemen jemals wieder eine ernstzunehmende Macht sein würden. Sieh mal, was du machen kannst. Da habe ich mich geirrt. Ich sehe nicht mal, was sonst noch hier übrig ist. Sobald ich das einschalte, sind wir bereit zum Senden. Sobald ich das einschalte, sind wir bereit zum Senden. Das wär's. Das heißt, wir bräuchten einen Generator, ne? Sobald ich das einschalte, sind wir bereit zum Senden. Sobald ich das einschalte, sind wir bereit zum Senden. Sobald ich das einschalte, sind wir bereit zum Senden. Bist du da vorne? Moment.
Sobald ich das einschalte, sind wir bereit zum Senden. Sobald ich das einschalte, sind wir bereit zum Senden. Sobald ich das einschalte, sind wir bereit zum Senden. Was brauchen wir denn da für einen Generator? Dass das vorbei ist. Alter, braucht zwei Zehner. Alter, braucht einen Zehner. Generator, damit das Ding läuft. Alter Schwede, ey. Westen, komm mal her. Ein Scheißeier. Entschuldigung. Wow, wir haben es wirklich geschafft. Ich habe so lange zusehen müssen, wie es mit dem Minuteman bergab ging. Das ist wirklich was Besonderes. Jetzt müssen wir zu Ende bringen, was wir angefangen haben. Wir müssen das Commonwealth einen und dieses Mal muss es halten. Also dann, zurück an die Arbeit. Doch jetzt, da Radio Freedom sendet, können wir überall und jederzeit die Leute warnen. Was mir dabei gerade einfällt, ich habe noch was, um das du dich da kümmern könntest. Ich habe Nachricht von einer Siedlung erhalten, die von Raidern bedroht wird. Ich markiere es dir auf deiner Karte. Geh dorthin und finde raus, was sie wollen. Wir könnten mehr Siedlungen brauchen, die uns unterstützen. Haben wir doch schon genug. Begib die Zelle. Scheint funktionsfähig zu sein. Da kann ich irgendein mit quer. Reicht erstmal. Unterbeeren 5 Stück. Radio Freedom, die Stimme der Minuteman. Komm her, mein Freund. Habe ich was. Essen gibt's auch schon mal, das ist schon mal gut. Ich weiß gar nicht, ob ich die Musik habe, egal. Ist erstmal egal, ob wir die Musik senden dürfen oder nicht. So, jetzt schaue ich mir mal ein bisschen um. Hier ist Licht. Komisch, hier haben wir einen Eingang. Die große Mauer muss ich gucken, wie ich die fertig mache. Wie viel kann ich denn bauen? Kann ich viel bauen? Viel kann ich auch nicht bauen. Das ist ein bisschen blöd. Laborstation. Professor. Nein. Okay, was ist denn los? Gerade als ich dachte, man könnte sich doch noch glücklich ein. Flammenwerfer. Kampfmesser, Kryomine. Ich kann Flammenwerfer, egal, nehme ich weniger mit. Schau mal, ob
die ganzen Mylex eben zu stellen kann hier. Ja, einmal Omelette. Danke, das nehmen wir. Einmal Omelette zum Mitnehmen, Wodka, Wodka, Wodka. Und Stoff. Auf der anderen Seite noch so. Komische Nester. Einmal Omelette. Okay, kann man auch runter. Nehmen wir solche Posten. Naja, ich will hier gucken, dass ich das hier komplett durchverbinden kann. Das wäre optimal. Das hatte ich beim letzten Mal ja auch gerade. Ich muss erstmal jemanden haben, der hierhin verbindet. Karte. Hier habe ich 3. Das heißt, ich müsste eigentlich nur darüber und hätte komplett eine ganze Strecke hin. Das wäre schon optimal. Biam, biam. Die werden uns. Was ist denn los, Nick? Ist ihm runtergefallen? Du bist ein Trottel, Nick. Jetzt haben wir noch eine Mission bekommen. Da oben. Ne, ich will jetzt erstmal gucken, dass ich vielleicht. Eine ist da unten. Ja, da können wir auf jeden Fall so hingehen, wollen wir nicht, aber wir müssen mal eben zur. Dass sie die beiden verbinden können, dann kann ich auf jeden Fall hier später was ausbauen. Ja, dann mache ich so, dass ich hier so drüber eine Brücke kriege, alles drunter. Und dass man oben geschützt immer hinten mache ich alles zu. Dass ich eigentlich nur den Vordereingang habe und alles reinlasse. Ich weiß gar nicht, ob man das Baulimit ausstellen kann, das wäre echt gut. Weil ich will viel bauen, also ich will auch versuchen, irgendwie so einfach das, die Burg einfach mächtig zu machen, weil der Balken war ja schon fast. Voll, muss ich sagen. Also, wie gesagt, das eine, wo wir jetzt hingehen, das Ding vom Platz mäßig, da kann man auch so viel machen. Das Gebäude würde ich gerne noch richtig ausbauen. Das Teil hier, das lohnt sich auch dafür. Guck mal hier, wie viel man da machen kann. Mein Rücken tut weh, meine Füße tun weh. Alles scheint tut wirklich weh. Was zu werden. Warte mal, du bist hier. Ist der Nummer? Ist ein anderer Kerl. Ist der denn mal rumgeiern? Muss der normalerweise 3 Leute da sein? Sie ist da. Das ist einer. Du siehst gefährlich aus. Hoffentlich bist du nicht meinetwegen hier. Das ist der Versorger.
Ich möchte ein paar Sachen tauschen. Na klar doch. Warte mal. Wo ist er denn jetzt hin? Wo kriege ich denn ein Meer hin? Wo ist denn? Da ist natürlich keine in der Fische. Da habe ich auch noch. Da sind drei, aber die sind mit keiner verbunden. Können wir jetzt vom Sunshine einen hier hinholen. Das würde möglich sein. Wie gesagt, ich will den. Das Autokino würde ich gerne noch machen. Da habe ich sehr Lust drauf. Und da vielleicht wirklich so ein Fernseher hinstellt und so einen ganzen Quatsch. Mal gucken. Soll da vielleicht wirklich so ein Kino hinbauen? Die Jungs sind alle hier. Ehrlicher als Landwirtschaft kann Arbeit nicht sein. Willst du was kaufen? Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Sag mir, was du haben möchtest. Er hat sogar. Ah, er hat sogar Sachen. Okay, das ist schön. Beton würde ich kaufen. Plastik. Stahl. Das ist natürlich teuer. Abwehr. Der Affe. Wenn er noch Beton hätte, würde ich den kaufen. Aber der hat leider keinen Beton. Schraubenzahn oder Glas Silber. Der Zementsack, den kaufe ich auf jeden Fall auch. So, dann kann ich vielleicht an dich, kann ich noch. So, dann kriege ich nämlich noch was wieder. Ich bin neu in der Gegend. Ja. Ich wollte mich mal vorstellen. Wir haben dein Radiosignal gehört und wollten es mal probieren. Wir wollten dir nur sagen, wie dankbar wir für diese Gelegenheit sind. Soll ich irgendwo mit anpacken? Ja. Ja. Ich zeige es dir. Klar. So. Ist das hier eine? Du gibst mir Versorgungsroute in die Burg rein. Warum ist es denn plötzlich so still? Ja. Genau. Lass uns ein paar Sachen tauschen. Einfaches Leben ist das nicht. Schieß los. Ich will nur ein bisschen handeln. Hallo. Klar. Oh, jetzt habe ich alles von denen genommen. Das wollte ich nicht. Du kriegst erstmal eine Waffe. Ja, was kriegst du denn? Minigun ist ein bisschen scheiße. Du kriegst mein Sturmgewehr. Das brauche ich eh nicht. Davon habe ich eins. Du kriegst du ein rechtes Bein, einen rechten Arm, ein linkes Bein, einen linken Arm. Eine leichte Kleidung. Der Metallharnisch. So, dann nehme ich deine Landarbeiterklamotten und dann kriegst du noch irgendwas fürs Köpfchen. Da habe ich bestimmt auch noch was. Na, so Kappen möchte ich nicht. Schweißerbrille, willst du die da vielleicht haben? Die kriegen selten Köpfe, die irgendwelche Special-Teile haben. Rotes Tuch. Leider meine Gasmaske, könnt ihr dem Pilotenhelm geben. So, und dann kriegst du noch eine Waffe. Sturmgewehr hast du schon, okay. Ja. So, dann haben wir nämlich einen Versorger nach dahin. Was haben wir jetzt noch da oben? Ja, aber bei. Na komm, wir reisen erstmal zu. Wir machen jetzt eben die Farmquesten hier. Ach, sind die nervig. Die mache ich auch zwischendurch mal. Ich will gleich nochmal zur Burg hin. Gucken, was die jetzt noch möchten von mir. Ich glaube, die schließen sich jetzt nur an, weil ich halt das Radiosignal verbreitet habe. Und dann wäre das unmöglich. Ja, da ist sie. Die bauen Tomaten an.
Kann man auch ein paar abwerten hier. Was? Das ist nah genug, Fremder. Wir sind eine friedliche Farm. Ist ja cool. Wir wollen keinen Ärger. Schon gut, ich will euch nichts Böses. Ich will auch keinen Ärger. Wenn du das sagst, aber sei gewarnt, wir sind bewaffnet. Also mach keinen Ärger. Ich sag dir, die Landwirtschaft ist nicht einfach. Den ganzen Tag auf dem Feld, jeden Tag. Und ständig muss man auf der Hut sein. Die Landwirtschaft ist harte Arbeit. Dem stimme ich nur zu. Blake Abernethy, bist du neu im Commonwealth? Bin schon eine Weile da. Schön, ein neues Gesicht zu sehen. Was ist mit dir? Schon mal daran gedacht, das Land zu bestellen? Eines Tages werde ich es sicher versuchen. Dann wünsche ich dir viel Glück dabei. Vielleicht sehe ich dich eines Tages auf dem Markt in Diamond City und wir tauschen unsere Waren. Noch einen Rat. Wenn du eine Farm eröffnest, musst du dich mit den Raidern auseinandersetzen. Warum die viele harte Arbeit, wenn man sich alles mit vorgehaltener Waffe holen kann? Was ist mit den Minutemen? Wenn du dich uns anschließt, können wir uns gegenseitig bei den Raidern helfen. Was du nicht sagst. Ich dachte, die Minutemen wären alle fort. Nein. Als die Raider das letzte Mal kamen, hat meine Tochter Mary ihnen die Stirn geboten. Jetzt liegt sie hinter dem Haus begraben. Sie war erst 21 und sie haben sie ohne zu zögern erschossen. Jetzt verstehst du, warum ich froh bin, dass die Minutemen wieder zurück sind. Wenn auch etwas zu spät für meine Mary. Nichts ist schlimmer, als ein Kind zu verlieren. Glaub mir, ich weiß das. Die Welt kann ziemlich grausam sein. Tut mir leid, das zu hören. Ich kann dir nicht viel bieten. Aber diese Raider, die Mary getötet haben, haben auch ihr Medaillon mitgenommen. Es ist schon seit Generationen im Besitz von Connys Familie. Wenn du es zurückholen könntest, würdest du uns einen riesigen Gefallen tun. Weißt du, wo sie herkommen? Ja, ich glaube schon. Einer von ihnen hat Olivia erwähnt, als sie hier waren. Ich vermute, sie haben sich in der alten Air Force Basis verkrochen. Okay, Air Force Basis. Ich wäre da oben. Ich wäre von da nach da. Die Mission machen wir auf jeden Fall. Was die unten wollen, ist, glaube ich, ein Raider-Problem. Was ich jetzt aber mache, ist mal eben nochmal zur Burg reisen. Und mit euch mal eben zusammen das testen, ob wir eine Brücke bauen können. Dann mache ich heute eine längere Folge. Dass wir vielleicht noch das Air Force mitmachen und die andere mache ich so. Und werde mich dann mal ein bisschen so in die ganze Commonwealth-Geschichte ein bisschen einbremsen hier. Und ein bisschen das Fort ausbauen und mal gucken, ob ich irgendeinen Mod finde. Es gibt ja Mods für Fallout 4. Dass wir ein bisschen was ausbauen können. So. Jetzt sollten wir eigentlich... Und das war der Tag, an dem das Commonwealth wusste, dass die Minutemen zurück sind. Ja, jetzt kommen wir auch da dran. So, jetzt müssen wir an die dicken Platten. Wenn wir die dicken Platten kommen... Können wir es mal einlagern. Moment. Jetzt brauche ich mal eine Treppe. So. Ja, das Teil ist optimal. Wieder zwei Treppen dran und haben so einfach einen geilen Schutz gebaut. Was jetzt noch ausbauen lässt, ist einfach auf Schutz zu gehen. Das müsste eigentlich funktionieren. Die nicht ausstocken dabei. Schade, aber wir können eine Reihe drüber machen. Das können wir machen. Und zwar machen wir jetzt Brot.
Boden. So, damit unsere Treppen auch natürlich geschützt sind von der Seite. So. Dann bauen wir einfach. Tatsächlich kein Baulimit, würde ich so krasse Sachen bauen, aber unser Baulimit ist natürlich ein bisschen eingeschränkt dadurch. So, eins. Lass mal gucken. Warte mal, ich nehme den nochmal. Nehme dich nochmal weg. Ich will nochmal eben kurz ein paar Wände ziehen. Treppenwände, Wände. So. Nochmal so. Einen dazwischen. Dann war dazu einen da und einen da. Dann machen wir zwei hier vorne hin. So. Bis der erste grün wird. Der zweite. Der dritte. Weil ich hätte gerne, dass man da drunter einfach kann, dass da drunter die Geschütze sind. Das wäre optimal. Jetzt gehen wir nochmal zu dem einen Ausgang. Ich glaube, das ist der einzige hier. Den will ich voll pumpen. Wo, glaube ich, da auch ein Zaun nur reicht. Hier wird keiner mehr durchkommen. Hier hinten nicht. Nee, das heißt, wir hätten den Eingang zu. Da könnten sie machen, was sie wollen. Jetzt hätten wir nur noch das Teil hier. Das können wir aber zubauen, wenn wir hier vorne eine Mauer ziehen. Ja. Das will ich gerne noch bauen. Da müsste man die einlagern. So. Treppen. Nee. Auch nicht da. Da. So. Wenn das klappt, wäre das genial. Und es scheint auch zu klappen. So. Dann kann man immer noch unten drunter durchlaufen. Man zieht ja von der Mauer hoch. Aber man kann in der Etage super geil die Dinger dran packen. Habe ich noch einen. Zu nehmen, eine Leiter dran zu basteln. So für optimal, ne? Ein bisschen so. Dann kann man hier hoch. Dann bauen wir uns vielleicht hier ein paar Wände hin. Zumindest auf der Seite. Dass wir das als Raum. Ja, hier bräuchten wir dann so eine. Tür, können wir die nicht noch? Ne, ist ja egal. Dann haben wir frontal jetzt natürlich die Dinger hier. Wir hätten jetzt den Teil. Und dann könnten wir doch. Moment. Wände. So. So. Gab's da noch diese halben Dinger? So. Zack. Jetzt hätten wir das. Und dann könnten wir sagen. Übertreiben ist sehr, sehr hart. Mit. Okay, die können wir nicht bauen. Wir können Scheinwerfer, wir können die Laser bauen. Wir können aber auch die
Geschütze bauen. So. Da das Meer von da kommt, packen wir da noch einen hin. Und hätten schon mal Schutz auf 16. Der kommt erstmal weg. Den lager ich erstmal ein. Wir haben jetzt noch beide Ausgänge. Kriege ich die vielleicht das da vorne auch noch zu? Ich möchte nur von einer Seite angreifbar sein. Kriege ich vielleicht das Schutzteil doch hier rein? So, ich baller das Ding da rein. So, jetzt versuche ich das hier. Ja, man kommt natürlich hoch. Also wenn man ein bisschen hüpft und so was, kommt man. Die kommen auch locker hoch. Das heißt, ich muss irgendwie die Wände zu kriegen. Wände, Zäune. Vielleicht wenn ich dich ein bisschen. Ja, kommt man da schlecht hoch. So, da müsste ich das hinsetzen. Könnte. Hier vorne so Feuergrün gehabt. So. Oh. Ne. Da kommt man auch nicht mehr hin. So, dann würde ich vielleicht noch hier ein Geschütz hinsetzen. Ist hier oben drauf. Das würde vollkommen reichen. Und Fallen. Ja, brauchen wir nicht. Wir könnten jetzt noch sagen, dass wir einen großen Scheinwerfer. Auch noch einen kleinen Stromgenerator hier oben. Da reicht mir auch so ein Klopper hier oben. So. Aktive Lautsprecher. Nee. Genau so ein Teil. Erstmal eins an der Decke irgendwie. Kabel von da nach da und von da nach da. Hat immer das geschafft. Aktive Lautsprecher. Wir brauchen noch einen Leuchtkasten. Wenn ein Angriff zu greifen. Okay, das heißt, Terminal werde ich mir auf jeden Fall bauen. Das könnten wir eigentlich nach oben bauen. Also mit der Funktion haben wir eigentlich eine gute Funktion von hier. So, wir können eigentlich so. Dann stellen wir einfach einen 5er Generator dahinter. So, der mit dem. Damit können wir, genau, da könnten wir das damit bauen, okay.
muss, glaube ich, mit dem Zeug da einmal komplett drumherum gehen, oder kann ich die... Schade. Nee, ich muss doch dran. So, mit dem Schalter... Hi Nick. Na? Ja. Warte mal. Nice. Kann man diese... Dann kann man diese Lichtertafel bauen. Oder brauche ich... von da nach da. Und kann das alles einlagern, wo das erreicht. Würde ja hier reichen. Wenn man da so aus Spaß und Dollerei. Läden. Habe ich, glaube ich, unten welche gesehen. Energie ist noch zu wenig. Irgendwie nicht möglich, wir haben noch genug Energie. Ich könnte davor noch einen 10er Generator anschließen, ja. Ah, da muss ich eine neue Erfindung haben. Warte, haben wir noch irgendwo einen Durchgang? Da hätten wir Fenster, Fenster, Fenster. Ah, ich sehe was, was draußen ist. Warte mal, wo bekommt er denn? Okay, dann müssen wir gucken, dass wir die wieder angeschlossen bekommen. Die Frage ist, wo drüber geht er denn? Er geht von da nach da, nach da, nach da, nach da. Hier hätten wir Ende. So, immer kommt nochmal durch, komplett durchlaufen, was auf der anderen Seite ist. Schnauf hier nicht so rum, mein Freund. Hier wäre die Küche. Wir müssten also einen Stromanschluss hier hin. Moment, hier ist eine. Die ist ein bisschen blöd. Hier haben wir. Gems. Ja, aber da ist. Bräuchten wir auch noch einen Generator drin? Wir könnten ihn. Wir könnten hier einen 10 einstellen. Könnten das Teil mit dem anschließen, das heißt, wir machen hier einmal kurz so. Ballern hier ein Teil an die Ecke. Da an der Decke. Und dann machen wir das so. Oh, dann machen wir das so. Dann würde ich sagen, den mit dem. Den mit dem. Den mit. Den. Alles klar.
Und das produziert jetzt auch wieder Wasser. 43 Wasser, alles klar. Das heißt, das Ding kann davon auf jeden Fall weg. Wo wird der denn angeschlossen? Lass mal, ne? Gut, ich glaube, der Generator hätte. Ich glaube, erst hätte das Ding angeschlossen. Okay, warte mal. Nimm dich mal mit. So, warte mal, du kannst. Gehen. Aufhören, dass die Lampen so leuchten. Müsste eigentlich so. Warte mal. Einlagern. Einlagern. Komisch. Aber ist ja egal. Ich kann das ja nochmal so testen, dass vielleicht die Lampen mir ausgehen oder so. Das ist bestimmt interessant. Jetzt guck mal, dass wir jetzt noch die Farmarbeit ein bisschen hochkriegen. 5 Betten, aber wenig Essen. 2 Leute sind hier nur. Einer spielt der Versorger. Mutterbeer. Mutterbeeren, Mutterbeeren. Machen Mutter, Mutterbeeren. Wenn es irgendwo wieder anpflanzen kann hier. Ist so eingesperrt. Ich will jetzt erstmal ein paar Mutterbeeren anbauen hier. Schau die Folge. Oh, gutes Stündchen. Das heißt, wir werden auf jeden Fall in der nächste. Will ich denn da? Oder nicht, glaube ich, Minuteman, ne? So. Irgendwas Nützliches? Die macht jetzt einen Hai in der Ecke, die geht sich sonnenbaden. Nützliches bestimmt. Die ist nicht tot, die lebt noch. Die spielt nur Verstecken. Okay, du bleibst jetzt da liegen. Gucken, ob wir die gleichen vielleicht noch hin Platz. Wenn das so ist, dass das Ding so bleibt, dann ist es auf jeden Fall affengeil. Okay. Wir haben unsere Basis links, rechts überall weggesteckt. Da ist zu. Da ist zu. Und hier ist der einzige Hauptgang. Okay. Damit würde ich sagen, von unserem Fort verabschieden wir uns hier im Ödland. Wir sehen uns gleich beim Air Force, beziehungsweise ich werde da schon hingehen. Und, beziehungsweise wir werden da oben starten. Und die andere Mission mache ich dann so nebenbei und dann werde ich mich ein bisschen ums Ödland kümmern, was wir noch so offen haben. Und dann werden wir auch bald an die nächste Hauptmission rangehen, beziehungsweise an die weitere Hauptmission, dass wir die weiterführen, denn ins leuchtende Meer, wo wir Strahlung, wo wir gegen die Strahlung ankämpfen müssen. Aber bis dahin, euer Flash-Shooter und seid immer achtsam im Ödland. Tschüss.